Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, aber am Anfang der Ramadan-Serie habe ich ja gesagt, dass ich mit dem Gedanken spiele, Kopftuch zu tragen und dass ich schauen möchte, wie ich mich in diesem Ramadan entwickle. Und ihr alle wart ja Part bzw. Teil meiner Entwicklung. Ihr habt das ja alle mitbekommen. Und jetzt kann ich mit Stolz sagen, dass ich mich dazu entschieden habe, es zu tragen, offiziell. Und konstant. Und das weiß noch keiner aus meiner Familie. Auch meine Freunde wissen es nicht. Ich habe es wirklich niemandem gesagt. Und ja, ich bin voll aufgeregt. So, aber so auf dem, warum ich mich überhaupt dafür entschieden habe, ist einfach, weil ich gemerkt habe, es hat bei mir Klick gemacht. Ich habe gemerkt, ich bin soweit. Ich habe gemerkt, ich bin bereit. Ich möchte es. Und es ist das, was mein Herz, wonach sich mein Herz sehnt, wisst ihr? Und es hat ein bisschen bei mir gedauert, aber jetzt ist es soweit und ich habe mich einfach viel, viel wohler mit meinem Hijab gefühlt und auch, ich weiß nicht, so geborgener irgendwie. Einfach auch meiner Religion habe ich mich näher gefühlt. Hallo, heute ist Freitag und heute ist der erste Tag von unserem Eid. Ich kann jetzt auf jeden Fall wieder trinken, Gott sei Dank. Oh mein Gott. Ja, also wir gehen jetzt zu der Moschee, um das Gebet auszuüben. Und das befindet sich in einem Park, weil es so viele Leute gibt, die passen auf keinen Fall in der Moschee, so alle zusammen, deswegen gehen wir und das Wetter ist wirklich wunderschön. Bayram ist eigentlich so, dass viele Geld kriegen. Eigentlich kriegt man immer Geld von den Älteren dann. Und ja, viele reden dann halt immer nach Bayram, wie viel Geld hast du, wie viel Geld hast du. Es ist immer so irgendwie. Aber das Wichtige ist natürlich nicht das Geld. Das ist einfach nur mit der Familie Zeit verbringen und alles. Genau wie Weihnachten, kann man sich so vorstellen. Assalamu alaikum Leute, ich bin gerade zu Besuch bei meinem Onkel mit meinem Vater. Und dann noch da meine Cousins. Wollt ihr Hallo sagen? Hallo. Hallo. Und wie war Ramadan für euch dieses Jahr? Ja, war schön für mich, aber ist leider schnell vorübergegangen. Und für dich? Ja, auch sehr schön. Ich habe auch ein paar Tage gefastet, aber nicht den ganzen Monat. Mhm. Hast du auch gefastet? Ja, auch so 25 Tage oder so. Maschallah, das ist gut. Also im Eid ist es halt so bekannt, dass wir wirklich alle Leute besuchen, die wir kennen. Und zwar innerhalb 3 Tage. Darunter zählen zum Beispiel Verwandte, Freunde und Nachbarn. Wir gehen zu denen und die kommen auch zu uns innerhalb 3 Tage. So, ja. Und die Kinder bekommen immer Geld. Ich habe auch Geld von meiner Familie bekommen. Normalerweise bekomme ich auch von den anderen, also von anderen Leute, aber leider gibt es hier in Deutschland nicht so viele Verwandte sozusagen. Deswegen gehen wir auch jetzt spazieren. Ich gehe jetzt spazieren mit meiner Familie. Leute, wir bekommen heute Besuch. Deswegen ist meine Mama die ganze Zeit am Gucken, dass wir Frühstück wollen. Hier machen wir gerade Hähnchenspieße. Wir noch mehrere Frühstück. Es war nicht leicht zu fassen. Und es war leicht vom Hungergefühl her, weil daran gewöhnt man sich. Nach ein paar Tagen, nach einer Woche, hat der Körper sich irgendwie schon dran gewöhnt. Und man hungert nicht mehr so krass und man hat irgendwie immer noch Energie durch den Tag. Und also vom Körperlichen her ging es eigentlich. Ich muss ja auch sagen, ich habe ja auch Wasser getrunken, was die Sache viel, viel leichter gemacht hat. Und wenn ich mir vorstelle, normalerweise trinkt man nicht, die ganzen Muslimen, die das wirklich durchziehen, die trinken kein Wasser über den Tag über. Also das ist, boah, mein Respekt, Alter. Das ist hart. Das ist richtig hart. Und dass ihr das schafft, das
Das zeigt, dass ihr richtig starken Glauben und einen richtig starken Willen habt. Also Respekt an euch. Wir sind jetzt gerade vom Gebet gekommen. Wir haben heute Morgen alle auf der Hart gebetet. Wir beten da ja jedes Jahr. Alle Muslime zusammen vereint in der Gemeinschaft mit der Familie. Auf jeden Fall, hier sind meine Geschwister, die sitzen hinten. Und ich bin hier gerade mit meiner Mama. Das sind unsere Outfits. Und Yima, wie findest du den Tag? Freust du dich heute? Ich freue mich richtig gut. Wie war eigentlich der Ramadan dieses Jahr? Sehr, sehr gut. War schwierig oder war einfach? War okay? War gut? Ja. Und was machst du heute? Ich habe Besuch, Familie. Freust du dich? Sehr, sehr. Putzen danach, ne? Putzen. Was ist das für? Fertig? Ja, das reicht auch. Ey, Mubala, wie verteilen Sie sich? Hallo Leute, das ist das fertige Endergebnis vom ganzen Tisch. Ich bin lecker. Ich hoffe, ihr selber schon mal. Meine Freunde sind noch gerade bei mir zu Hause. Ich habe sogar von dem Blumen geschenkt bekommen. Von mir, sag ich mal. Dieses Jahr im Bayram habe ich, wie gesagt, nichts gemacht. Das ist leider ein bisschen doof. Aber was soll's, Gesundheit geht vor und ich wollte auch natürlich nicht meine Oma anstecken. Ich fühle mich immer noch nicht wirklich gesund. Danach den Tag war ich mit meiner Freundin bei mir zu Hause und ja, das war angenehm. Wir haben uns einfach nur hingesetzt, was getrunken und ja, ich war halt mit meiner Freundin unterwegs. Sonst Großartiges habe ich leider nicht gemacht. Auf jeden Fall, Leute, ich bin hier bei einem Kollegen in seinem Laden. Wir warten darauf, dass er Feierabend macht, aber Resümee zum Tag, auf jeden Fall zur Eid heute, war sehr, sehr schön. Wir waren frühstücken bei der Familie. Daraufhin sind wir zu anderen Familienmitgliedern gegangen. Erstmal die Familie von meinem Vater, dann die Familie von meiner Mutter. Dann habe ich mich mit Kollegen getroffen, dann waren wir beim Freitagsgebet. Und ja, auf jeden Fall viel mit der Familie getan. Viel gegessen auf jeden Fall auch. Viel Süßes auch gegessen. Muss die Tage wegtrainiert werden. Und ja, an sich war auf jeden Fall ein sehr schöner Tag. Und jetzt wird das Ende des Tages mit den Kollegen sein. Inshallah. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg mit Sofian zur Tankstelle. Ich glaube, der will was zu trinken holen. Und ja. Boah, Ramadan zu Ende. Sofian holt direkt Powerade. Mashallah. Wie wir es kennen von Sofian. Hier mit den Jungs. Rainbow Park. An Eid. Jungs, wie ist Eid für euch bis jetzt? Alhamdulillah. 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 Auf jeden Fall. Rekord geknackt. Rekordhalter. Auf jeden Fall, wir sind hier. Heute ist Eid, heute treffen wir uns mit Freunden. Zwei. Das Leben kommt, wie jeder ja, sag ich mal, in der normale Lage. Und man hat die 30 Tage schon abgeschlossen. Das waren 29, glaube ich. Und ja, es ist alles schon vorbei. Es bleibt so eine schöne Erinnerung. Man hat die Dehnung schon abgeschlossen halt. Dann bleibt die Gebete, die man jeden Tag macht. Das ist alles, was man ja in seinen Tag machen muss. Also Fasten, Beten war dann Ramadan, aber jetzt kann man ja freiwillig fasten, aber jetzt ist schon vorbei, also die Pflicht, also ist schon vorbei. Aber freiwillig kann man alles machen eigentlich. Und ja, ich bedanke euch, ihr habt zugeschaut, ihr habt uns zu viele Motivation gegeben. Dieser Ramadan dieses Jahr war mit Abstand der schönste und intensivste Ramadan, den ich jemals hatte. Ich habe wirklich, wirklich sehr, sehr viel dazu gelernt. Ich bin meinem Glauben viel näher gekommen. Ich habe mich auch sehr, sehr viel mehr mit meinem Glauben beschäftigt. Und ich schätze auch, das ist der Grund, warum ich gemerkt habe, es hat Klick gemacht bei mir, was Kopftuch angeht. Und beispielsweise gibt es ja viele, die beim Gebet voll oft weinen, weil es sie einfach so berührt. Und ich sage ganz offen und ehrlich, das war bei mir nie der Fall. Und ich habe auch nicht verstanden, wieso. Aber beispielsweise dieser Ramadan war das halt schon der Fall. Und da habe ich mir so gedacht, jetzt ist es soweit. Und ja, deswegen kann ich mit Stolz jetzt sagen, und ich bin so glücklich darüber, dass ich es trage. Und es ist ja auch vollkommen, komplett meine Entscheidung. Ich hätte noch nie bei meinen Eltern oder sonst auch wem so
Druck dazu gehört.